zum Kindergarten. Heute ist Karfreitag. Das ist ein Feiertag, den wir jedes Jahr haben, immer mitten in den Osterferien. Und das ist einer der wichtigeren Feiertage für uns, weil wir daran denken, dass Jesus gestorben ist und an Ostersonntag, dass er auferstanden ist. Das ist heute das Thema. Und die Geschichte und die Erklärung dazu hat heute Annette mit Familie mitgebracht. Ich freue mich wieder schon richtig drauf, das anzuschauen. Aber jetzt am Anfang erstmal hallo, schön, dass ihr dabei seid. Richtig toll, dass wir jetzt wieder hier Karfreitag zusammen verbringen können. Und bevor es richtig losgeht, bete ich noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Feiertag haben und dass wir denken können an das, was du getan hast an diesem Tag. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst für deine Geschichte, für das, was du für uns getan hast. Amen. Und jetzt starten wir in das erste Lied hinein. Marie mit ihrem Papa hat es uns eingesungen und wir schauen uns nochmal an und dürfen gerne mitsingen. Der einzig wahre Gott, den wir auch heute in der Geschichte wahrnehmen, dass Jesus wirklich dieser wahre und einzige Gott ist.
eigentlich Karfreitag? Karfreitag? Das Wort Kar heißt Trauer, Kummer, Sorge. Weil an diesem Tag denken wir daran, als Jesus gekreuzigt wurde. Kennst du die Geschichte aus der Bibel? Ja, dann komm, wir erzählen sie uns mal. Da ist doch Jesus verurteilt worden und er sollte gekreuzigt werden. Und was geschah dann? Dann musste er das Kreuz bis zum Berg Golgatha tragen. Und weil er so viel geschlagen wurde, konnte er nicht mehr. Und was ist dann passiert? Und da war Simon am Wegesrand. Und die Soldaten haben ihn gezwungen, dass er Jesus helfen sollte, das Kreuz zu tragen. Okay. Und dann wurde er mit zwei Schwerverbrechern rechts und links gekreuzigt. Und dann hing da Jesus. Er hatte ganz große Schmerzen. Die Kreuzigung ist wirklich eine ganz schlimme Strafe. Aber in dem Moment, als er die größten Schmerzen hatte, hat er gesagt, zu Gott, mit Gott gesprochen, mit seinem Vater und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn die Menschen wissen nicht, was sie tun. Sie wussten es wirklich nicht, dass Jesus das einzig und allein für sie gemacht hat. Gott hat seinen kostbaren Sohn hergegeben, damit er für die Menschen stirbt, damit die Menschen dadurch befreit werden. Und als Jesus da hing, da haben sie ihm vorher seine Kleider ausgezogen und dann haben sie gewürfelt, wer sein Kleid bekommen wollte. Die Soldaten saßen da vor ihm und haben um dieses Kleid gestritten. Und die Menschen, die vorbeiliefen, sagten, ah, da hängt er. Anderen hat er gesagt, sie sollen gerettet werden und jetzt kann er sich selber nicht helfen. Ach, wenn es Gottes Sohn wäre, dann würde er ja da runtersteigen können vom Kreuz. Sie haben ihn ausgelacht und verspottet. Jesus, der das alles für die Menschen getan hat. Und auch die Soldaten haben gelacht und ihn verhöhnt. Ach, er will Gottes Sohn sein. Sie haben ein Schild oben aufgehängt, da stand Jesus, der König der Juden. Ein König, der hier hängt und stirbt. Sie haben ihn verspottet, verhöhnt und ausgelacht. Aber weil Jesus das alles ertragen hatte, deswegen kann er dich, wenn du ausgegrenzt wirst, wenn du gemobbt wirst, wenn du verlacht wirst, so gut verstehen. Wir schauen es mal, wie das dem kleinen Mädchen ging. Darf ich mitfahren? Nein, du hast kein rotes T-Shirt an. Aber das ist doch egal. Aber du hast keine schwarzen Haare. Oh ja, endlich ist ein Platz frei. Nein, da sitzt schon mein Teddy. Ihr seid so gemein. Spiel doch woanders. Wir brauchen dich hier nicht. Wir mögen dich sowieso nicht. Oh Mann! Oh, waren die Kinder gemeint zu diesem Mädchen. Aber Jesus kann solche Kinder, die so Außenseiter sind, so gut verstehen, weil er das alles selber erlebt hat. Aber gell, Finja, ja noch viel mehr. Ja, sogar der Schwerverbrecher neben ihn hat ihn ausgelacht. Du willst der Christus sein? Beweis es uns, indem du dich selbst rettest und uns gleich mit. Da hat er auf der anderen Seite gesagt, du verspottest ihn jetzt noch, jetzt, wo du gleich sterben wirst. Jesus, bitte denke an mich, wenn du jetzt gleich in den Himmel gehen wirst. Jesus meinte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dem Schwerverbrecher wurde das auch gesagt. Du bist schuld. Du hast was ganz Schlimmes getan. Und deswegen musst du jetzt gekreuzigt werden. Schäm dich. Wurde dir so etwas auch schon gesagt? Du bist schuld? Alles nur wegen dir? Schaut mal. Schäm dich. Du bist schuld. Du Lügner. Du bist so böse. Du kannst es nicht wieder gut machen. Weißt du, was du getan hast? Ohne dich wäre alles gut. Alles nur wegen dir.
du kannst nicht mehr zu Gott kommen. Da blieb doch keine Sünder. Das ist manchmal ganz schön gemein, ne? Wenn andere uns sagen, alles nur wegen dir und du kannst nie mehr zu Gott kommen oder du bist ein Lügner, du bist so böse. Aber wenn du jetzt tatsächlich dauernd lügen musst und einer sagt, du Lügner, hat er da nicht recht? Wenn du tatsächlich dauernd schlechte Sachen machst, dauernd streitest, dauernd unfreundliche Worte bist, bist du da nicht tatsächlich böse? Ja, das ist ja schrecklich. Das ist ja schlimm, wenn einer uns anklagt und er hat sogar recht damit. Was machen wir denn da? Weißt du, es gibt so große Hoffnung. Wenn der Schwerverbrecher, der jemand wahrscheinlich ermordet hat, wenn der an dem gleichen Tag, als Jesus gestorben ist, mit ihm in den Himmel kommen konnte, dann kannst du das auch. Denn ich habe einen Schatz gefunden. In der Bibel, die voller Schätze ist, da steht, Jesus hat alle unsere Schuld vergeben. Er hat die ganze Liste der Anklagen. Du bist schuld, schäm dich, du bist böse, das kannst du nie wieder gut machen. Diese Anklagen hat er gelöscht. Er hat sie nämlich genommen und vernichtet, indem er sie an sein Kreuz genagelt hat. Gestorben, damit diese ganzen Anklagen weg sind, damit du befreit bist. Und wenn du an Jesus glaubst und ihm das sagst, deine Schuld bringst, er vergibt sie, weil er dafür gestorben ist, ein für alle Mal. Und dann kann dich nie, aber auch nie wieder jemand anklagen, denn du bist frei. Und so konnte dieser Schwerverbrecher direkt zu Jesus. Und kurz danach, es war 3 Uhr nachmittags, da ist es ganz dunkel geworden. Die Sonne hat sich verfinstert. Der Vorhang im Tempel, das war das Zeichen, dass man nicht zu Gott kommen kann, der wurde von oben bis unten zerrissen. Jeder durfte ab sofort zu Gott kommen und dann ist Jesus gestorben. Und dann haben sie Jesus abgenommen vom Kreuz, ihn in ein Grab gelegt, einen schweren Stein vorgerollt. Und die waren natürlich, die ganzen Menschen, die Jesus lieb gehabt hatten, die waren sehr, sehr traurig. Aber wir haben einen großen Vorteil. Die damals wussten nicht, wie es weitergeht. Aber wir wissen, dass es ein gutes Ende der Geschichte gibt. Dass Jesus nicht gestorben geblieben ist, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, dass Ostern gekommen ist. Und ich habe eine super Überraschung für euch. Am Sonntag gibt es einen ganz tollen Osterfilm, den dürft ihr ja nicht verpassen. Schaut ihn an und ihr seht das gute Ende der Geschichte. Ein richtig frohes Ende, wie Jesus dich und mich befreit hat. Die Annette hat schon erwähnt, in 2 Tagen gibt es den Osterfilm am Sonntag. Da gibt es diesen großen Film, den viele, viele Kinder aus der Gemeinde aufgenommen haben. Der wird über 15 Minuten dauern und ich freue mich richtig, dass wir den hier im Gottesdienst anschauen können, aber ihr natürlich auch zu Hause.
Und er steht auch noch so auf dem YouTube-Kanal, sodass ihr es auch so anschauen könnt. Einfach nur die ganze Geschichte. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr diesen Film weiter schicken könnt, weil ich glaube, der ist wieder richtig schön geworden. Und dann könnt ihr das nutzen und euren Freunden sagen, wenn du wissen willst, was Ostern bedeutet, dann schau dir den Film an. Das ist die Geschichte von Ostern. Mehr musst du nicht machen. Einfach weiter schicken. Und jetzt zum Abschluss vom Kindergottesdienst möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist und dass du für uns gestorben bist, dass du deinen Sohn Jesus hierher gebracht hast auf die Erde und dass du so vieles da für uns getan hast, dass wir neu zu dir kommen können. Amen. Ja, das war's schon wieder. Am Sonntag gibt es diesen Film und keinen Kindergottesdienst, aber der Film, der ist ja genial. Deswegen sehen wir uns dann erst in einer Woche wieder, am Sonntag in einer Woche. Und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, habt schöne Ferien, eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!